Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einem neuen OpenRCT 2 Video und ich muss sagen, ich kann es mir eigentlich nicht mehr lange anschauen, was der gute Paluten da zusammenbaut und seine Freedom Squad in ihren YouTube-Videos. Die Achterbahnen, die sie dort bauen, sind relativ, einfach gestrickt und oft machen sie den Fehler, dass dann irgendwelche G-Werte zu hoch sind. Oder irgendwelche Kräfte und dann die Wertung zu extrem wird. Ich habe mir einfach mal hier aus der Folge Nummer 6, aus der Folge vom 12.06. die perfekte Achterbahn, diese orangenfarbene Achterbahn, die ihr hier im Screenshot seht, nachgebaut. Oben links seht ihr die Werte dazu, die hatte. Und ich habe mir die hier mal nachgebaut, ihr seht das, und ich lasse die einfach mal, beziehungsweise ich habe die schon fahren lassen. Hier sind die aktuellen Werte. Ihr seht hier unten das. Die maximale Geschwindigkeit, G-Kräfte, die haben übereingestimmt. Aber bloß hier oben diese drei Werte, die haben nicht gepasst. Aber das ist erstmal egal. So, das ist schon die Variante aus Palutens Video, die ja hinten die Bremse hat. Ohne Bremse würden die ja so extrem um die Kurve zerren, dass die wahrscheinlich so dermaßen abkotzen würden, die Leute. Da war auch die Intensität ziemlich hoch. Und ja, natürlich gibt es noch die Möglichkeit, wie man diese Achterbahn noch verbessern kann, auch wenn die ziemlich kurz ist, aber ich denke mal, das kann man machen. Aber wie gesagt, lieber Paluten und liebe Freedom Squad, es gibt da noch genug Möglichkeiten, wie man diese Achterbahn verbessern kann. Und das möchte ich einfach mal kurz zeigen. Ja, der erste Schritt ist, man könnte natürlich erstmal mit der Geschwindigkeit ein bisschen runtergehen, indem man den Lift Hill hier ein bisschen oder diesen First Drop ein bisschen kleiner macht, denn wenn ich jetzt mal eine Testfahrt mache, beschleunige das mal ein bisschen. Dann werdet ihr sehen, dass die Bahn hier noch so jetzt habe ich an der falschen Stelle gestoppt, das mache ich mit dem zweiten Zug nochmal. So, ja, da ungefähr 50, 60 Stundenkilometer drauf hier oben in dem Korkenzieher. Wird hier abgebremst und rödelt hier immer noch übelst durch. Aber bevor wir hier ein bisschen den Lift Hill verändern, das sind die Werte hier, merkt ihr euch. Ich mache mir auch noch mal kurz einen Screenshot davon. Bevor wir diese Werte ändern, will ich erstmal zeigen, dass es was bringt, wenn man das hier neigt, da kann man wahrscheinlich auch die Bremsen dann weglassen, würde ich mal behaupten. Dann ist die Wertung trotzdem nicht so extrem. Ja, lieber Paluten, man kann nämlich die Kurven neigen, indem man hier Rollen, seitliches Kippen auswählt und dann einfach hier die Kurve baut, so hier. Und dann ist nämlich die G-Kraft an der Stelle nicht mehr ganz so hoch. Und das testen wir jetzt einfach mal. Ich beschleunige wieder ein bisschen. Am Ende sind eh nur die Werte interessant. Ist das jetzt schon das Neue? Ja, genau, das sind schon die neuen Werte, ihr seht, im Vergleich zu der alten Bahn. Obwohl, ich bin mir ehrlich, doch, das sind die neuen. Ihr seht, im Vergleich zum alten Bau sind die seitlichen G-Kräfte gleich geblieben. Die Fahrtdauer hat sich um 6 Sekunden verkürzt und auch die Fahrtlänge ist komischerweise einige Meter länger geworden, was wahrscheinlich dann eher in der geneigten Kurve liegt. Aber ihr seht, das ist das Wichtige. Das hier hat sich eigentlich kaum verändert. Oben die drei Werte und auch die G-Kräfte sind konstant geblieben. Und jetzt mache ich das mal anders. Ich baue jetzt mal die Paluten-Ur-Originalfassung von der Strecke. Die war, glaube ich, ungefähr so hier. Und starte die mal. Entschuldigung, da bin ich jetzt gerade mit dem Finger ans Mikrofon gekommen. Das werde ich dann natürlich rausschneiden. So, machen wir die Testfahrt, dass es ein bisschen schneller geht.
aber ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht so ganz, weil die Werte sehen immer noch gleich aus, komischerweise. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das stimmt, auch wenn die Streckenlänge bisschen wieder noch einen Meter länger geworden ist. Eigentlich kann das nicht stimmen, dass das hier so ist. Na, ihr habt das ja sicher beim Paluten-Video gesehen. In dieser Konfiguration hatte die Bahn irgendwie extrem Wertung gehabt. Es kann natürlich auch sein, dass die an der Stelle... ich blende den Screenshot nochmal kurz ein. Er hatte das so gebaut, hier die weite Kurve und dann so hier irgendwie war das, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und da ist natürlich klar, dass das nicht gut funktionieren wird. Hier sind erstmal die Testergebnisse leer. Und jetzt seht ihr hier ultra extrem, genau das ist das, was er dort hatte. So, 8, irgendwas, ultra extrem. Und jetzt gehen wir hin und die Geschwindigkeit auf normal setzen. Jetzt gehen wir hin. Ihr habt das ja gesehen, mit dieser geneigten Kurve waren die Werte deutlich angenehmer. Das will ich ja auch nochmal zeigen. Ich möchte aber gerne dann die hintere Kurve auch so, diese enge Kurve bauen. Dürfte aber deutlich angenehmere Werte dann geben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die Werte nachverfolgen wollt, das Video an der entsprechenden Stelle einfach stoppen. So, jetzt seht ihr. Jetzt hat er im Prinzip wieder die Werte wie vorhin und das mit geneigten Kurven. Das heißt sozusagen, geneigte Kurven sind deutlich angenehmer. Senken hier nochmal ein bisschen die Intensitätswertung. Also wenn man hier irgendwie ultra extrem hat, sollte man gucken, ob man nicht die eine oder andere Kurve neigen kann. Das ist halt gerade das, was Paluten und Co. nicht machen und daher die immer so ein bisschen rumprobieren müssen. Genau, das war jetzt erstmal der Tipp. Und dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, da die hier genug Geschwindigkeit für den Korkenzieher haben, den Lift Hill ein bisschen niedriger zu machen. Dann geht natürlich ja dieser schöne Bogen nicht mehr so ganz hin. Müssen wir jetzt mal ausprobieren, wie wir es machen. Hier nehme ich gerne schon ein Stück kleiner. Ich glaube, das müsste auch reichen. Das war ja vorher eine Höhe von 21 und jetzt haben wir eine Höhe von 16,5. Dadurch nehmen wir nämlich ein bisschen den... Ach nee, das war eine weite Kurve, oder? Ja genau, da muss man das halt so bauen, dann hier ein bisschen umbauen. Aber es sollte trotzdem funktionieren. Jetzt bin ich hier natürlich eins zu weit vor, das kann man... beheben, indem man hier den Lift Hill eins weiter zieht, ist natürlich dann auch nicht schön. Da muss man sich das ein bisschen anders überlegen, aber immerhin man kann das auch so hier machen. Dann sollten die Wagen nämlich hinten so langsam sein, dass man dort auch bei nicht geneigten Kurven überhaupt keine dass die G-Kräfte nicht hoch sind. Erstmal gucken, ob die überhaupt dort rumkommen. Müsste eigentlich, bin da zuversichtlich. Das sagt mir das Gefühl. Genau, jetzt sind die ein bisschen, sind sie immer noch relativ schnell, also muss man mal so sagen. Aber trotzdem dürfte ich das positiv auf die G-Kräfte. Ihr seht ja hier, das ist nicht mehr rot, die maximalen seitlichen G-Kräfte, weil die halt noch ein bisschen langsamer hier durch die Kurve fahren. Ist natürlich jetzt auf Kosten der Intensitätswertung gegangen, weil die ist jetzt ja, nicht ganz um die Hälfte gefallen, von 9,45 auf 4,96. Weil so ein senkrechter Drop, da richtig senkrecht 90 Grad runter geht, natürlich noch ein bisschen naja, mehr actionhaltiger ist als hier nur sowas. Aber ich denke mal, die Achterbahn, die kommt trotzdem an. Nervenkitzel ist eigentlich konstant geblieben. Auch hier gut ist jetzt die Übelkeitswertung, hat sich nicht ganz halbiert, aber trotzdem gesunken von 4,85 auf 2,51. Maximalen positiven Gehkräfte sind auch ein bisschen gesunken. Hier, das ist gesunken. Gesamtzeit Airtime ist natürlich auch runtergegangen, klar. Aber ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man
wie man eine, ich sag mal, zu extreme Achterbahn noch ein bisschen optimieren kann. Ich kann natürlich jetzt mal versuchen, wenn die langsamer durchfahren, wenn ich hinten einfach mal jetzt diese Kurven weglasse, wie dann die Wertung ist. Einfach mal so Interesse halber. Mal ein bisschen beschleunigen und dann schauen wir uns das mal an. Jetzt ist es immer noch ultra extrem, ja klar, weil die durch diese enge Kurve schnell fahren und da kann man halt entweder neigen. Was aber auch geht, ist, man kann dann... Da gibt es noch einen dritten Kurventyp, solche ganz langgezogenen. Passt hier natürlich gerade nicht, weil die Bahn da eins zu weit links ist. Da muss man dann hier noch eine S-Kurve reinziehen. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob es den Test da nicht verfälscht dadurch. Aber ich mache es trotzdem mal. Sowas hier, weil eine weite Kurve ist auch gut. Weil es da natürlich auch nicht so die Kräfte drauf wirken auf die Fahrgäste. Und hier seht ihr... Ja, ist weniger geworden, ist nicht mehr ultra extrem, sondern nur noch mittel. Und ja, genau, das war auch so eine Sache. Man könnte jetzt natürlich den Lifthill wahrscheinlich noch niedriger bauen, dass die gerade noch so durchkommen und dann, wenn die dann hier mit 20 oder so ausrollen, mit 20 Kilometern pro Stunde, dann sollte auch hier hinten diese ganz enge Kurve kein Problem mehr sein. Könnte man eigentlich mal provozieren. Ich meine, die Achterbahn ist immer noch Mist hier, weil die hat zwar, die Leute werden zwar mitfahren, aber es ist halt einfach bloß so, ich sag mal, lieblos hingerotzt. Ich werde jetzt damit einen guten Paluten auch nie jetzt irgendwie haten oder persönlich angreifen oder sowas, aber ein bisschen Mühe beim RCT spielen sollte man sich schon geben. Das passt jetzt natürlich hier vorne und hinten nicht mehr mit dem Lifthill. Da muss ich jetzt hier weit verlängern. Das sieht natürlich auch nicht schön aus, sowas zu bauen. Aber um zu zeigen, dass die Achterbahn jetzt eigentlich noch grausamer aussieht als das Original. So, hohe Geschwindigkeit. Mit welchem Speed bügeln die denn jetzt hier durch? Viel kann es eigentlich nicht sein. Ja, mit 28, 20 das Niedrigste, das könnte fast schon zu langsam sein. Und hinten die Kurve mit 53. Ja, und ihr seht, hier passt's auch von der Wertung her. Nix rot, nix Gefährliches mehr. Ist zwar von der Streckenführung und von der vom Spektakel her eher, naja, sinnlos, aber die Bahn, aber gut, ihr seht, es funktioniert. Und das waren meine Tipps, wie man eine Achterbahn mit üblen Werten ein bisschen verbessern kann. Ich hoffe, es war lehrreich. Ich hoffe, es war auch lehrreich für ein Paluten und Co., auch wenn er dieses Video eh nicht sehen wird. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.